Aronia ist einfach eine geniale Pflanze. Das ist in erster Linie halt, weil sie züchterisch nicht gross bearbeitet worden ist. Das ist eine Wildpflanze. Entsprechend robust halt gegen Schädlinge und Pilzkrankheiten. Aronia ist eine Pflanze mit ganz speziellen Inhaltsstoffen. Es gibt kein anderes Beere, das so eine Konzentration an wertvollen Polyphenol hat und Gerbstoffen wie die Aronia. Man merkt es natürlich halt auch beim Essen. Es ist recht herb, wenn man es frisch ab dem Stock klaut. Das ist ein spezieller Weg, wie wir zu der Aronia gekommen sind. Und zwar, ich hatte einen griechischen Mitarbeiter, der bei uns im Sommer lang geholfen hat, vor allem mit der Rhabarberernte. Das war im 13. und er hat gesagt, irgendwann am Mittag war bei uns am Tisch, ja, Aronia wäre noch etwas, weil er wusste, dass wir mit der Rhabarber auf Bio umstellen wollen. Die Vermarktung unserer Aronia-Produkte hat sich entwickelt, eigentlich aus einer Situation heraus, die uns nicht so zufriedengestellt hat. Und zwar, wir wollten ursprünglich nur anbauen, Aronia. Dann kam dazu die Verarbeitung, wo wir dann halt auch gemerkt haben, in der Schweiz gibt es das mehr oder weniger in der Ostschweiz konzentriert, wo das sonst passiert. Das ist für uns ein bisschen weiter weg. Und zum anderen haben wir auch gesagt, wir wollen nicht unbedingt den gleichen Weg gehen müssen, den heute Milchproduzenten gehen müssen, der recht schwierig ist für die, dass man quasi halt mehr austauschbar ist. Entsprechend haben wir gesagt, ja, wir verarbeiten unsere ganze Ernte selber verarbeiten und auch selber vermarkten. Es hat dann zwei Schritte gebraucht, um die Verarbeitungslokalitäten zu erstellen und auch Lagerkapazitäten. Das haben wir im letzten Jahr gemacht, ein Tiefkühllager. Und die Vermarktung nachher im Anschluss. Das Hauptprodukt ist nach wie vor der 3 Liter Bag-in-Box-Beutel, den wir produzieren, wo man nicht im Kühlschrank haben muss. Dann haben wir das gleiche im Fläschchen. Dann haben wir noch Mischprodukte gemacht mit anderem Saft, also mit Gassi und Trauben. Und dann natürlich die getrockneten. Ja, wir haben 14 Tage, wenn wir loslassen mit der Ernte, wenn wir gestartet haben. Wenn wir den Samstag, Sonntag auch dazu haben. Aber es ist eine super interessante Zeit, weil alles, was man nachher in der Kiste hat, hat man. Man hat es erst, wenn man es wirklich gepflückt hat.